So, Freunde, es ist 6.29 Uhr und wir haben einen sehr, sehr guten Grund, warum wir heute so früh aufgestanden sind. Denn wir sind bei BMW im Testcenter in Miramas. Was hier passiert jeden Tag ist, dass Autos getestet werden, die erst in 2, 3 oder 4 Jahren auf den Markt kommen. Und wir dürfen da heute rein. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie einen Prototyp gefahren. Und auch das ist was Neues. Wir werden das heute tun. Und zwar den BMW X6M Competition. Anmelden. So, bonjour, Monsieur. Bonjour, Personalausweis. Ja. Ja, ist natürlich alles Hochsicherheitstrakt hier, ne? Mobil. Einmal. Zweimal. Selfie. Okay, perfekt. Okay, c'est fini? C'est fini. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. So, jetzt hier. Ich darf rein, Leute. Alter Schwede, ich freue mich gerade wie ein kleines Kind, ne? Also ich meine, wir dürfen ein Auto fahren, was es noch nicht gibt, was noch top geheim ist. Noch dazu ein M-Auto, den X6M, mit dem ich ja durchaus so meine schönen Erinnerungen habe. Ne? Seht ihr das hier? Ich glaube, dass diese M-Kläuse genauso drauf sind wie ich. Ah, ein paar Reifen. Achtung! Miramas, Reifensatz 2 und 3, Malmedy Babisch Steiger. Das ist er. Alter, von der Form erkennst du ja fast gar nichts, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das genauso fühlt wie ich, ne? Ich finde das einfach nur abgefahren, dass wir das dürfen. So, da ist der Rainer. Moin, Rainer. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ja. Sag mir, bevor wir das Auto angucken, sag mir bitte, wie viele E-Mails musstet ihr schreiben, damit ich hierher kommen darf? Viele, viele E-Mails und viele, viele Unterschriften vor allem. X6, sofort erkennbar natürlich. Erzähl mir bitte ein bisschen was über die Eckdaten. Wir wollen natürlich wissen, was ist da für ein Motor drin und vor allen Dingen, wie viel Leistung hat er denn? Ja, da haben wir natürlich nochmal einige Pferde draufgepackt. Also der Motor ist der V8 Twin Turbo. Ja. Du kennst ihn von der Mia. Es ist das gleiche Aggregat, natürlich anders appliziert. Okay. Und im Vergleich zum Vorgänger haben wir nochmal einiges drauf. Der Vorgänger hatte 575 PS, ja. Jetzt haben wir 625, das ist der Competition. Der hat, das ist das erste Mal, dass ein Competition überhaupt kommt. Allererste Competition, ne? Und gleich zu Beginn des Anlaufs. Der normale hätte 600 PS, also auch eine schöne Zahl. Ja, aber 625 ist noch eine hört schönere sich Zahl. An. Genau. Also ich darf den jetzt so ein bisschen enttarnen. Ja, ein bisschen dürfen wir. Alter. Ja, das sieht aber auch geil aus, ne? Aber ich denke, das weitere Detail zeige ich da, wenn wir rausgehen. Machen wir ein besseres Licht. Das und ich würde dann einmal Idee. Ringsrum fein das mal Auto raus. Vorstellen. Eine gute Idee, weil dann können wir nämlich mal ein bisschen was ich fahre mal hören. Raus. Ah. Wow, tief, satt und bassig. Dieser böse Blick, ne? Deswegen liebe ich diese Fahrzeuge so. Es ist ein Vorserienfahrzeug, ja. Wurde ungefähr vor 3 Monaten in den USA in Berg Spartenburg gebaut. Ja. Das Auto ist im Prinzip schon sehr, sehr nahe der Serie. 90% von der Entwicklung? Ja, ich würde mal sagen, das kann man so nennen. Ja. Okay. Genau. Hier sehe ich, wie grob ihr arbeitet. Ne? Hier ist was mit Spacksschrauben hingeschraubt, ja, also eine Plastikplatte. Was ist dahinter? Die Regel ist natürlich, überall, wo du noch ein zusätzliches Plastikteil verschraubst ist und nicht nur die Folie reicht, da haben wir noch ein bisschen mehr Detail versteckt. Es ist ja im Moment immer wieder so, ne? Ja, es muss alles sauber werden und es muss alles leiser werden und so weiter. Wird der X6M jetzt noch krasser? Haut ihr richtig einen raus? Ja. Oder sagt ihr, nee, das wird schon, muss leider ein bisschen zahmer werden, weil die Gesetzgebung das irgendwie vorschreibt? Nee, ich meine, die Gesetzgebung hält man natürlich ein. Da gibt es auch neue Grenzen, ja, die es einem nicht leichter machen. Aber natürlich setzt man einen drauf. Das ist krass und komfortabel, oder was? Genau. Gehen wir mal vom Exterieur aus, ja.
Im Grunde genommen ist diese nach vorne gebogene, diese Shark Nose. Genau, ne? Wir haben die Shark Nose auch deutlicher mega als jetzt zum Beispiel beim X5. Was du jetzt aber trotz der Tarnung schon ein bisschen erkennen könntest, wenn du jetzt einen X5 getarnt daneben hast, ja? Im Gegensatz zum Vorgänger haben wir die Front komplett differenziert. Auch hier siehst du wieder ein paar Plastikteile, die Details im Lufteinlass natürlich verhüllen. Das heißt, da gibt es auch schöne Details. An Dekor haben wir schon ein bisschen mehr. Das darf ich aber nicht abreißen. Das können wir leider nicht abreißen. Wir müssen mit dem Auto noch mehr machen. Ja. Die Seitenlinie, ne? Ist so sehr coupéhaft. Tiefer geworden, ne? Ist ein bisschen tiefer geworden als der Vorgänger. Wir haben eine leichte Keilform in den Rädern zumindest. Das ist nämlich hinten 22 und vorne 21. Ah. Jetzt kommt die Seite, wo ich immer noch mit der Zunge schnalze. So, also, warte mal hier, ne? Das hier müssen wir uns angucken. Ja, ist der Gurney. Das wird wahrscheinlich auch glänzen. Auch dieses Teil ist in der Competition-Variante in schwarz ausgeführt. Der Diffuser-Bereich ist natürlich spektakulär gestaltet. Auch hier nutzen wir und spielen wir wieder ein bisschen mit Basis- und Competition-Variante. Die schwarzen Auspuffblenden sind Teil des Competition-Looks, zeigen aber gleichzeitig auch, dass wir eine Sportauspuffanlage verbaut haben. Die Breite des Fahrzeugs wird natürlich auch über den Stoßfinger hinten extrem gefördert. Ja, auch hier verstecken sich jetzt ein paar sehr nette Features, die das Auto wirklich in der Breite... Erzähl mir, was du mir erzählen darfst, bitte. Ja. Ist da jetzt noch irgendwie so eine Platte dahinter, wo ich die Form noch nicht so ganz erkenne? Ja, doch hier. Hier kennst du ein bisschen was. Das heißt, du kennst ja aus der M-Philosophie heraus die vertikalen Rückstrahler. Das heißt, hier sind die wunderschön in die Schürze eingearbeitet. Ja. Und der Diffuser lässt eigentlich schon ein bisschen erkennen, aber natürlich in Realität macht der richtig was her. Der untere Bereich ist immer schwarz. Der geht sehr hoch hier auch, ne? Ja, es ist quasi ein zweiteiliger Umfang. Und über die Zweiteiligkeit können wir dann mit der Farbe spielen. Dürfen wir jetzt reingucken? Jetzt darfst du mal reingucken, ja. Genau, das ist jetzt das Bicolor-Thema. Also wir haben im Competition grundsätzlich das Vollleder verbaut. Ja. Das heißt, du kriegst im Vollleder hier eine Steppung in die Türen rein, die Basis nicht hat. Auch der Sitz ist von der Rückseite, von der Rückwand her beledert. Das Phone Entertainment, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist natürlich auch ein Familienfahrzeug. Also das heißt, wer das will, kann das auch hier bestellen. Es fühlt sich schön an und die haptische Rückmeldung, wenn du in die Taste drückst, ist einfach, ja, ich habe sie gedrückt, so ganz... Nicht satt, ja, sondern so hochtechnisch fühlt sich das an, wenn du da drauf drückst. Jetzt gehen wir ins Chefabteil. So, jetzt setz dich mal rein auf den Fahrarbeitsplatz. Jetzt wird er... Das darf ich abmachen, oder? Das darfst du mal abmachen. Der kleine Matthias möchte gerne spielen. Du siehst hier... Oh, das ist geil. Genau, sowohl das Modell als auch eben, dass es ein Competition Alter, wieder ist. Und das ist natürlich beleuchtet auch, ne? Es beleuchtet, die Basisversion schaut ein bisschen anders aus, ist aber auch beleuchtet. Ja. Du sitzt auf dem M-Multifunktionssitz, auch eine kleine Veränderung gegenüber dem Vorgänger. Also wir haben keinen Basissitz mehr, wir starten gleich voll durch. Und du könntest auch, ich glaube, das hast du bei der Marina auch gelobt, du könntest dich massieren lassen später während dem Fahren. Ah, Massage muss sein. Und da im Center-Stack-Bereich, jetzt machen wir mal hier auf, dass du mal ein bisschen was siehst. Ich reiß das einfach weg. Ja, zieh's mir ab. Das Dekor ist natürlich nochmal spezifisch. Alter, der Gangwahlhebel, Alter, was ist das denn? Ja. Wie geil ist das denn bitte? Beledert hier die Nähte, das sieht mega aus. Ja, ist noch natürlich auch noch ein Vorserienstand, das heißt, das Logo würdest du noch schöner sehen in der Serie. Ja, ja. Aber das, was du an dem Lenkrad mit der roten Taste hast, siehst du hier beim Start-Stopp-Knopf. Und er startet auch in laut. Der startet immer in laut. Das ist diese M-Philosophie, ne? Dass sie sagt, so, nee, der geht laut an und wenn ich den leise haben möchte als Fahrer, dann kann ich ihn auch leiser machen. Aber erst nur sagen sie, nee, wir sind laut. Ja, das ist einfach so, dass nicht jeder in einem Gebiet wohnt, wo die Nachbarn gleich schreien. Deswegen, wer das will und wer das kann, der darf es auch genießen. So, wir könnten jetzt mal auf einen anderen Modus schalten. Dann siehst du hier gleich die M-spezifische Ansicht. Also das heißt, im ganzen Info-Entertainment haben wir natürlich auch darauf Wert gelegt, dass du auch da erkennst, dass du in einem M-Fahrzeug sitzt. Die übliche M-Farben-Naht. Und jetzt zeige ich dir mal kurz was wir sonst abgeklebt haben. Also hier hast du jetzt auch nochmal ein Detail. Sensationell. Also es ist schon krass, was hier alles beledert ist. Das ist wirklich heftig.
Was ist eigentlich mit der Kopfstütze hier? Die darf ich die jetzt nochmal zeigen jetzt, oder nicht? Jetzt zieh's ab. Komm, mach. Darf ich sie doch zeigen? Ja. Ah. Und jetzt zieh. Es leuchtet. Leuchtet das jetzt dauerhaft? Nee, das geht dann aus, wenn du losfährst. Wenn die Tür zugeht, ne? Dann also, gehe ich mal auf meinen Beifahrersitz, ne? Richtig, und ich hol den Bernd. Kurz. Ganz kurz auf dem Beifahrersitz. Bernd, auf geht's. Jetzt geht's los. Bernd, der Hirsi will fahren. Na, dann wollen wir nicht warten lassen. Mahlzeit. Ja, servus, Matthias. So. Sei gegrüßt. Du fährst mich? Ich würde dir mal hier in Südfrankreich mal den CDP zeigen. Okay, CDP heißt? Circuit de Provence. Ah. Für die Franzosen und uns. Ja. So, genau. Dann zeig mal, was die Bude drauf hat. Also ich sag mal so, ne? Er liefert ab und zwar krass. Was wiegt das Auto? 2,3 Tonnen. 2,3 Tonnen. Wir haben 625 PS, 750 Newtonmeter Drehmoment. Und obwohl der so hoch ist, liegt der extrem gut. Aber trotzdem merkst du, wenn du so über den Körb fährst, merkst du, dass das Auto trotzdem Restkomfort hat. Also das ist jetzt hier keine harte Bude, wo du bitte nicht, sondern der kann das. Wir versuchen den Spagat maximal darzustellen zwischen Fahrdynamik und Fahrkomfort. Ich lese in diesem Display, dass man die Bremse verstellen kann im Setup. Genau. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist dann eben die Möglichkeit für den Fahrer individuell das Bremspedalgefühl und die Verzögerung zu dem Bremsweg einzustellen. Also krass. Allradantrieb jetzt. Was ist da für ein Allradantrieb drin? M5? Genau, den haben wir weiterentwickelt zum M8 und angepasst jetzt für den X5, X6M und noch mit zusätzlichen Features, um auch eine gewisse Offroad-Tauglichkeit zu ermöglichen. Du kannst im DSC-Off-Modus, wenn das Stabilitätsprogramm ausgeschaltet ist, den Allrad konfigurieren zwischen einer relativ traktionsausgelegten Allradabstimmung, das heißt maximale Traktion aus den Ecken raus, oder eben eine eher fahrdynamisch orientierte Allradauslegung mit dem 4WD-Sport. Das war jetzt aber schon ordentlich. Also ich meine, wir sind mit 100, ich habe auf den Tacho geguckt gerade, wir sind mit 100 rausgedriftet wirklich. Also klar, das ist jetzt nicht hier, ne? Einmal komplett rumgedreht am Leck. Das würde aber auch nichts bringen, weil man würde ja eigentlich Zeit verlieren, genau. Ja gut, aber Zeit verlieren macht auch manchmal Spaß. Ja, das stimmt. So Bernd, jetzt könnte ich doch mal vielleicht so ein bisschen das Lenkrad bedienen. Da tue ich mir doch recht hart. Warum? aber vielleicht habe ich was anderes für dich. Wir haben noch ein kleines Schmankerl hier, gerade um den Allrad besser zu erleben, haben wir eine bewässerbare kleinen Handlingkurs, einfach um mal den Allrad wirklich in seinen feinsten Nuancen zu erleben. Finde ich super. Also einmal nass Handling bitte. Ganz normal auch. Da ist es natürlich im etwas höheren Querbeschleunigungsbereich, aber das geht natürlich auch auf der Straße. Ah, ich flippe aus. Sehr schön, geht doch. Jawollo! Also, das ist ganz ehrlich,
Das lässt du dir von so einem großen Ofen nicht träumen. Du siehst das irgendwie vor dir stehen, denkst dir, okay, der hat viel Leistung, der wird wahrscheinlich auch ein sehr, sehr gutes Fahrwerk haben, aber dass du damit so eine große Fahrfreude kriegst, das hätte ich nicht gedacht, ohne Quatsch. Also Bernd, ich sag mal so, ne? Wir haben zwei Hammertypen, ein Hammerauto und eine schöne Strecke. Das schreit für mich danach, dass wir so ein bisschen gucken, was da so geht, so zeitenmäßig auch. Ich ahne, auf was du hinaus möchtest. Du meinst so eine Competition im Competition? Ganz genau. Drei, zwei, eins, go. Sag mal, was, wie heißt da hinten diese Gruppe da? Okay, die Kurve war leider trotzdem gut getroffen. Der fährt so verdammt sauber, das macht mich ein bisschen nervös gerade. Da musst du aufpassen, vorne auf der Kuppe, ne? Da wird es ganz leicht, da musst du ein bisschen vorsichtig. Darfst auf keinen Fall Vollgas fahren hier. Aber es ist viel schöner voll. Boah, Alter, der gehackt hier voll! Nein! Alter! Was war das gerade für eine Aktion? Das war mein absolutes Limit gerade, ne? Ja, um das ging's ja. Oder wie fährst du deine Runden? Ja, aber das war gerade, ne? Schon bei Highspeed über 200 vielleicht das Jonglieren. Genau. Drei, zwei, eins, los! Über die Kuppe, 100 sind erreicht. Total schnell. Da draußen hätte man einlenken können. Ja, jetzt ist ja aber mal gut, jetzt lenk mich nicht ab hier, ich will mich konzentrieren. Das hat Zeit gekostet, das hat Zeit. Leichte Quersteher. Oh, herrlich! Und nicht so schlecht. Alter Falter. Ja, nicht so schlecht ist aber auch nicht so gut. Die Zeiten. Matthias Malmedy, komm ruhig ran, Bernd. Matthias Malmedy hat es geschafft in einer Minute 35,04. Der Bernd hat es geschafft. In einer Minute 35,41. Ja. Es tut mir so leid, Bernd. Die Competition war klar, eine Runde. Aber was das natürlich zeigt, ist, dass das Auto für jedermann gemacht ist. Mit diesem Auto kann jeder, der sich ein bisschen drauf einschießt, einfach schnelle Rundenzeiten fahren und viel, viel Spaß haben, egal wie sein Fahrstil ist. Du bist super sauber gefahren, ich bin super dirty gefahren, gleich schnell, sage ich jetzt mal so. Auf jeden Fall. Quer geht er auch noch und deswegen kriegt das Baby jetzt noch einen kleinen Sticker von mir. Drift happens. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ihr euch traut, das so fahrdynamiklastig zu machen. Das finde ich richtig genial. Schönes Auto. Wie jeder M. Ein echter M. Das ist ein echter M. Ja, Drift happens. Geil. Und übrigens habe ich auch einen Namen gefunden, ne? Sie heißt nicht Mia, sie heißt nicht Marina, sie heißt Malmedina. Malmedina. Feierabend. Danke für den schönen Tag. Viel Spaß, wenn du wieder ins Büro kommst.